Hallöchen, hier ist der D-Spyro. Es geht gleich los mit der dritten Folge der Dragon Lounge, meines gemeinsamen Podcasts zusammen mit der Dragica. Bevor es aber losgeht, möchte ich noch eine kleine Warnung an euch aussprechen, beziehungsweise vor allem an die Zuschauer meines Videos, die, sag ich mal, mit dem Thema, was wir heute behandeln, in gewisser Weise Erinnerungen pflegen. Es geht ja heute um Kindheitstraumas, die durch Serien und Filme in der Kindheit verursacht wurden, durch gewisse Szenen halt. Und speziell, sage ich mal, die Leute, die etwas zart beseiteter sind unter euch oder die solche Ereignisse, die sie da erlebt haben, bereits erfolgreich verdrängen konnten und die möglicherweise dadurch, dass wir darüber reden, wieder hervorgerufen werden, denen möchte ich gewisserweise abraten, diesen Podcast sich anzusehen. Wenn ihr das doch machen wollt, dann bitte auf eigene Gefahr. Aber dann schreibt bitte nicht in die Kommentare, dass wir euch diese Erinnerungen wieder hervorgerufen haben. Ich habe euch hiermit gewarnt und ab jetzt hört ihr euch den Podcast auf eigene Gefahr an. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch natürlich viel Spaß bei diesem Thema, was wir heute wieder bequatschen miteinander, und ja, wünsche euch auch bei weiteren meiner Videos viel Spaß. Und deswegen lasse ich mir und Dragica jetzt das Wort. Herzlich willkommen jetzt zur dritten Folge der Dragon Lounge, dem gemeinsamen Podcast von mir, dem D-Spyro. Und mir, der Dragica. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was vielleicht bei den einigen unserer Zuhörer ein paar Erinnerungen wieder hervorruft. Deswegen war auch eben gerade vor dem Start des Podcasts diese freundliche Warnung von mir, die ich euch noch mit auf den Weg gegeben habe. Es sei jetzt auch an der Stelle nochmal kurz gesagt, also wer hier etwas zart beseitet ist, der sollte jetzt vielleicht nicht weiterschauen. Aber egal, worüber reden wir denn heute? Es geht um ein Thema, worum wir, sag ich mal, Luna, uns schon vor ein paar Tagen so richtig in Rage geredet haben, fast schon. Also da haben wir uns ein Ohr abgequasselt für. Stimmt, ja, doch. Weil, ich meine, es ist ja nicht von der Hand zu weisen. Wir haben das alle schon mal erlebt und vor allem Luna und ich, wir können das ja ein bisschen besser, vielleicht sogar noch mehr als die Luna, weil ich ja ein Kind aus den 90ern bin und da das ja, sag ich mal, extrem verbreitet war. Nämlich. Hey! Was denn? Ich bin 1999 geboren, ja? Aber deine Kindheit war das nicht mehr so richtig. Es war eher so meine. Aber ist ja auch egal, ich weiß, du hast das ja auch in gewisser Weise miterlebt und es geht halt heute eben um die Filme und Serien in unserer Kindheit, die uns ein traumatisches Erlebnis verpasst haben. Und da sind wir an so einige zusammengekommen und Duna, würde ich dann doch erstmal darum bitten, dass du vielleicht, ich würde sagen, bevor du anfängst, würde ich erstmal sagen, machen wir diese Disney-Sachen mal so ein bisschen weg, weil wir hatten ja nur schon eine ganze Disney-Podcast-Folge, da wollen wir das jetzt so kurz wie möglich abhalten, aber ihr wisst natürlich auch, dass bei Disney es so einige Sachen gab, die uns traumatisiert haben. Ja, traumatisiert vielleicht nicht, aber einfach als Kind ein bisschen gruselig empfunden haben, sagen wir es so. Also ich sag mal, mich, traumatisiert wäre ein bisschen heftig. Für mich gibt es tatsächlich Momente, die mir in gewisser Weise ein bisschen Schreck und auch Angst eingejagt haben damals. Ich erinnere zum Beispiel nur an die Szene in Dornröschen mit der Malefiz, die da plötzlich aus dem Rauch im Kamin hervorgekommen ist. Die Szene fand ich so gruselig, dass ich sie mir bis, ich weiß gar nicht wohin, aber ziemlich lange konnte ich mir die nie angucken, weil ich so Angst hatte vor dieser Szene. Ja gut, ich mochte als Kind tatsächlich die Szene von Schneewittchen nicht, wo diese Hexe da vom Stein erschlagen wurde am Ende. Ja gut, aber und hast du nicht gesehen. Ja gut, aber das war wahrscheinlich eher auch eine befriedigende Szene. Da war ich 8, ja? Aber das war doch eine befriedigende Szene. Man hat in dem zum ersten Mal Disney-Film einen Mord gesehen. Wie schön! Yay! Warte, war doch nicht was mit Tarzan? Ja, stimmt. aber ich meine nur, Schneewittchen war ja der erste Film. Ja, aber Schneewittchen, ja, muss gut, ich sagen, fand ich aber viel creepiger, das Aussehen von dieser Königin. Also, in manchen Szenen die Augen, mit diesen irren Augen, das war ja richtig krass teilweise. Da habe ich als Kind nur mit den Schultern gezuckt. Ihr merkt, wir sind grundverschieden gewesen. Aber was hast du noch so im Gedächtnis? Also Disney-mäßig? Nee. Mir fällt natürlich nur eine Sache sofort ein. Und ich glaube, da geht es vielen anderen. Nämlich der Schuss, den man auf der ganzen Welt gehört hat. Der Schuss, der Bambis Mutter getötet hat. Oh Gott, ja. Ich meine, der Film an sich ist auch bei vielen unfassbar einprägsam. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film das erste Mal gesehen. Da war ich 8. Und ehrlich gesagt ist der Schuss auf Bambis Mutter gar nicht das, was mir am meisten von dem Film im Gedächtnis geblieben ist, sondern eher die Tatsache,
wie die Musik immer so dargestellt wurde. Ich meine, du kennst es ja auch, Luna, am Oh allerbesten. Die ja, das war wirklich das Musik, Schlimmste. die Jäger immer angekündigt hat. Also, die hat sich so dermaßen eingeprägt und jedes Mal, wenn das erklungen ist, hat man immer nur so gedacht, oh nein, jetzt geht's gleich wieder los. Das Ding ist vor allem bei Bambi, als er dann so allein im Wald war im Schnee, ich dachte mir so, oh mein Gott, mein Herz. Das war so schon Brauche ich sehr noch? grausam. Aber ich meine, die Kontroverse darum, die ist ja in aller Munde und die ging ja auch damals total um die Welt. Oh. Haben wir noch einen vergessen, der jetzt so richtig einprägsam ist? Ich meine, das Disney-Universum ist ja unfassbar groß, was das angeht. Das haben wir ja schon geklärt. Aber jetzt was so richtig einprägsames fällt mir jetzt erstmal nicht mehr ein. Dir? Ich überlege gerade, also so an sich Disney-Technik. Ich weiß nur von Disneys große Pause damals, also die Serie jetzt. Ja, Da ich gab es glaube, ich diese weiß, ich glaube, Gruselfolge ich. und da gab es die mit Miss Finster in allen möglichen Varianten, wo die irgendwie im Hochzeitskleid war und gefühlt als Zombies da durch die Gegend gerannt sind und Ja, ich so dachte, das war schon heftig. geh weg! Das haben aber viele damals gemacht, dass die so eine spezielle Halloween-Folge gemacht haben, die wirklich so ein bisschen auch für Kinder als Schocker gedacht, weil da gab es einige, kann ich mich doch dran erinnern. Ich weiß nur, es gab damals auf Super RTL immer so ein Halloween-Special, wo dann den ganzen Tag so eine Halloween-Specials auch liefen. Schocktober. War schon krass. Aber wenn du große Pause sagst, fällt mir noch ein, die Folge, die Kiste mit dem Ja, stimmt. traumatisierten und verstörten TJ. Das war auch, sag ich mal, etwas heftig. Ja, das war psychisch mäßig bisschen sehr. Ja. Ne? Ja, einige haben um einiges schlimmer als was so sonst in der Folge, beziehungsweise in der Serie gezeigt wurde. Vom ausgerechnet Das ist. TJ, der ja sonst eigentlich immer so der Gefestigte war. Das Ding war halt dann einfach auch, als Kind habe ich das so nicht unbedingt wahrgenommen, kann man sagen, aber es ist jetzt halt, ich glaube, ich habe vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich mir nochmal die Serie gegeben und dachte mir so, Alter, das ist eigentlich richtig heftig. Holy shit. Na gut, uns ist klar, das Disney-Universum ist, was das angeht, auch unfassbar facettenreich. Wir könnten da mit Sicherheit jetzt noch auf ein paar Punkte eingehen. Der Tod von Mufasa in König der Löwen wäre noch so ein Beispiel. Aber ich finde das jetzt müßig, wenn wir das jetzt alles aufarbeiten. Wir haben ein paar Findet spezielle. Nemo. Genau, das wäre auch noch so ein Beispiel. Oh, ich denke gerade dran mit der Anfang. Er hat mich wirklich, der hat mich wirklich immer ganz, ganz böse getroffen, Ja, damals. der ist auch wirklich brutal. Das ist für mich einer der traurigsten Filmanfänge, die es überhaupt gibt. Also, das Vor allem, wenn hat. man die Mythe darüber bedenkt. Oh, ja. diese, wie hieß Theorie von dem Ja, Film. Und du. ich dachte, ja, okay, kann man sich ja höchstwahrscheinlich Ich denke mal, du googeln. meinst das mit Marlin, der sich alles nur einbildet, oder was? Genau, dass Die er ist sich schon alles nur etwas. einbildet. Die ist schon heftig, diese Theorie, aber irgendwo auch verständlich. Aber darüber wollen wir jetzt auch nicht reden. Wie gesagt, das Wer Disney-Universum. sich das angucken will, der kann es irgendwo googeln, da findet man was, auch auf Genau, Deutsch. da gibt es mit Sicherheit Videos dazu, wo das ein bisschen beleuchtet wird. Aber wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Wir haben uns diverse Filme und einige Serien auch, beziehungsweise eine Serie, glaube ich, aufgeschrieben und notiert, über die es definitiv genug Redematerial gibt, weil die es sich teilweise so in sich haben, was Kindheitstraumas angeht, dass Oder man man. persönliche hat. Was? Oder man persönliche hat. Wie persönlich, wie meinst du das jetzt? Ja, so ein bisschen Traumata, aber auch viele andere hatten, glaube ich, auch. Bei mir war es ja. Soll ich mal Naja, kurz anfangen? die Frage ist halt, wie weit man das Trauma auslegt. Also, wenn du es jetzt natürlich so weit auslegst, dass man dadurch immer noch vor einer gewissen Sache Angst hat, okay, ja, dann stimmt das wahrscheinlich. Ich habe über 10 Jahre gebraucht, bis ich mir den Film vorgestern wieder angeguckt habe. Na, dann fangen wir doch mit deinem Film an. Über welchen Film redest du denn? Es ist Chihiros Reise ins Zauberland. Naja. Ja, ich habe ihn mir jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich mal angeguckt. Dachte mir so, Ich nehme an, als über Kind. Netflix. Ja, bei Netflix, da sind ja die meisten Ghibli-Filme. Und das Ding ist, ich weiß noch, wie wir da damals mit Etienne drüber geredet hatten. Und er meinte so, ah, das haben immer so viele gruselig gefunden. Ich weiß nicht, was daran so schlimm war. Der Etienne Ich war war auch sowieso so. immer schon anders, was das angeht. Der hätte schon eh schon mal By the Klappe way, Grüße an geklappt. dich, Etienne, wenn du das siehst. Falls er das sieht. Ey, hat er meinen Tweet gestern geliked und retweetet? Oder Oh, er lebt doch nee, noch. nur geliked, glaube ich. Ist auch egal. Zurück Nee, ist zum ja auch Thema. egal. Jedenfalls bei Chihiros Reise ins Zauberland gab es so ein paar Dinge, wo ich selbst vor ein paar Tagen noch gedacht habe, so, okay, ja, ich brauche ein süßes Katzenvideo. Ganz ehrlich, der Anfang dahingehend ist ja, dass Chihiro und ihre Eltern ja halt wegziehen oder beziehungsweise in eine andere Stadt ziehen, sich verfahren haben und ich sage jetzt mal einem
alten Tor vorbeikommen, beziehungsweise darüber stand Badehaus, ne? Das Und das Badehaus führte der halt Götter. basically in eine andere Welt, so gesehen. Das Und über war. Tag war die halt leer und nachts ist die halt immer gefüllt von, ja, Yokai, also diesen japanischen Geistern. Nachts, wenn halt die Götter erwachen. Genau, das sind nämlich auch meistens als Götter gewesen. Und Das war ja, ja, glaube ich, sogar auch ein Badehaus, was speziell halt für Götter eben ja gedacht war. genau. Und das Ding war halt am Anfang, auch als die Eltern sie in Schwein verwandeln, das fand ich tatsächlich als Kind gruselig. Jetzt fand ich es tatsächlich eher eklig, weil es irgendwie so Ja. nicht gerade schön gezeichnet war. Ich dachte so, ja, nee, komm, geh weg. Geh einfach weg. Also, wenn du, um zum Thema eklig fällt mir sowieso gleich eine Szene ein. Ich denk da nur an diesen einen, Entschuldigung, an diesen einen Gott, der voller Schlamm war, Der wo, Flussgott. genau, wo Chihiro dann Nee, ist dieses es der alles aus. Flussgott? Ich weiß nicht, es war irgendein Wassergeist, glaube ich, oder irgendwas. Wassergeist, ja. Flussgott war nämlich hier Dings, das war Haku. Haku? Haku, ja. Genau. Und wo sie da dieses ganze Zeug aus dem rausgezogen hatten und sie da noch reingekraxelt ist in den. Das fand ich so ekelhaft immer noch. Ja, Uah. da wollte ich auch noch drauf eingehen, auf diesen Flussgeist war. An sich, das war zwar das Eklige, aber tatsächlich, als er dann, ich sag jetzt mal, sauber war, sag ich jetzt mal dazu, dann war da auf einmal dieses alte, verschrumpelte Gesicht, was plötzlich so aus diesem Nebel raus. Ich hab mich so hart erschrocken, weil ich mich daran nicht mehr erinnert habe mal. Und ich dachte so, ja, okay, cool, das sieht überhaupt nicht gruselig aus. Nein, überhaupt nicht. Naja, also ich Deswegen. habe mir den Film ja jetzt vor. Ich glaube, das ist gar nicht so viel viel länger her als das, was du dir angeguckt hast. Nämlich, ich glaube, wann hast du nochmal angeguckt? Vor ein paar Wochen hast du jetzt gesagt, wa? Nee, vor ein paar Tagen. Also ich Ach glaube vor so. drei oder vier. Während bei Zwei, drei, mir, glaube vier, ich genau. glaube, das ist ein halbes Jahr oder so, glaube ich, her erst, wo ich mir den wieder angesehen hatte, weil der irgendwie auf Pro7 oder li so lief, oder beziehungsweise Pro7 Max. Und da habe ich mir den auch mal wieder angeguckt. Und das, was ich mich so, wo ich so erstaunt war, dass ich damals als jung, gut, so Kind war ich ja gar nicht mehr, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, da war ich 13 oder 14. Und ich hatte damals nicht gemerkt, dass diese Hexe von Nina Hagen gesprochen wird. Da dachte ich mir, verdammte Scheiße, warum habe ich das nicht gemerkt? Ich meine, Nina Hagen ist eine Stimme, die so einprägsam ist. Also, Stimmt. die kenne ich ja auch total gut, dadurch, dass ich ja auch hier die Filme von Otto gesehen hatte damals, die mit den sieben Zwergen, die kennst du ja sicher auch noch. Da war die ja eine tragende Rolle, also. Ja, das ist mir auch erst so. Ich dachte mir so, du kennst die Stimme doch. Aber tatsächlich, was ich auch ziemlich creepy fand, war das Oben-Gesicht. Ich wusste nicht mal, Ja. dass, ja, als das plötzlich eine riesen Rundrosine wurde, gefühlt. Ja, Ich habe das gar wo nicht es mehr dann so noch böse Beine in bekommen Erinnerung. hatte. Ja, und dann so rumgewabbelt, so als gefressen hatte und komplett eskaliert ist. Das war das, glaube ich, bevor ich als Kind Angst hatte, aber ich wusste nicht mehr, dass es das Oben-Gesicht war. Ja, Ich habe das. das war wirklich creepy. Ich habe damals und heute auch immer noch nicht diese Szene verstanden, als es sich dann zurückverwandelt hat. War es dann plötzlich ganz friedfertig und Chihiro hat dann auch noch gesagt, ach, möchtest du mitfahren? Als wenn Ja, nie denn das was, war als wenn nie das. was gewesen wäre. Diese Szene habe ich bis heute nicht kapiert. Ich aber. Schön für Vielleicht dich. erkläre ich sie dir mal. Aber nicht jetzt. Na, Das an sich ist es lässt nur mich eine nur kurze dumm. Das Erklärung. lässt mich nur saublöd erscheinen. Das wäre nichts. Nö, das mache ich jetzt. Also, an sich, Shiro hat ja auch dieses komische von diesem Wassergeist da bekommen, diesen Ball, sag ich jetzt mal. Nee, ich Da weiß, hat sie den ihm hat doch sie das in den Mund mir. geschmissen, ne? Genau. Und damit hat das Obengesicht quasi alles Schlechte und ich sag mal, alles, was ihn halt in dem Sinne so rasend gemacht hat, halt quasi alles ausgekotzt. Das weiß ich, das war mir schon klar, aber das Ne? ist dann trotzdem gleich wieder so. Es ist ja eigentlich, glaube ich, Lassen wir es. Also, das ist für es ist das so. Obengesicht. Ja, es ist alles so ein bisschen merkwürdig und ich meine, der ganze Film ist irgendwie auch ein bisschen creepy und komisch Seltsam. seltsam aufgebaut. Deswegen. Wahrscheinlich ist das auch einfach. Er kommt ja, glaube ich, auch aus Japan, der Film. Sieht man ja auch im Zeichen. Ghibli, ja, doch, Ja, ich war mir nicht mehr das sicher, ist ein japanischer ob dann. Anime. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch jemand anders mitgearbeitet hat. Und vielleicht ist das einfach bei denen so verankert. Kann ja sein. Ich kenne mich ja mit der Kultur jetzt nicht wirklich aus. Da bist du ja Das ist wahrscheinlich so ein bisschen. Ghiblis Art. Ja, ich habe da schon ein paar Anime-Filme jetzt von ihm, von denen jetzt in den letzten Tagen ja Na, durchgeguckt. der Wie zum Beispiel Film Das Nachbarn von verzauberte Totoro. Schloss ist doch, glaube ich, auch von denen, oder?
Verzauberte, das wandelnde Schloss meinst Das du? wandelnde Schloss, genauso hieß der. Der Ja, das ist Story. auch von denen, das ist auch so in der Art. Das habe ich das letzte Mal vor einem Jahr gesehen. Ich glaube, ich werde jetzt so viele, alle werden mich haten, aber ich mag den Film nicht. So. Es ist keine Schande, wenn man Filme nicht mag. Hauptsache, man kann es Ich weiß nicht, begründen. so, bei Pompoko gab es ja auch von Ghibli, habe ich jetzt angefangen zu gucken. Ich habe den nach einer halben Stunde abgebrochen, weil ich mir dachte, ne, der ist mir zu langweilig. Naja, Aber wie gut, aber gesagt, haben ja wir. auch schöne Filme gemacht. Also wir können uns aber darauf einigen, dass der Film Chihiros Reise ins Zauberland prägend war für alle, die ihn, sagen wir mal, unter 12 gesehen haben. Der Und ist auch noch ab null. was? Ja, der Film ist ab Dieser null. Ich Film habe ist ab extra 0 drauf Jahren geachtet. freigegeben. Ja, habe auf Netflix geguckt. Ab 0 Jahren freigegeben stand. Ich so, warte, Nein. was? Das Doch. kannst du mir jetzt nicht erzählen. Das Doch, google kannst nach. du. Es ist wirklich so. Also selbst eine Freigabe ab 6 finde ich kritisch, ehrlich gesagt, weil. Das ist ab null. Das ist ja unglaublich, ey. Aber gut, zu FSK-Freigaben kommen wir auch noch im Laufe dieses Podcasts. Da gibt es mir auch noch so ein bisschen was, wo was wir aufarbeiten müssen. Aber 0 Jahre? Wirklich? Das ist doch lächerlich. Ist halt wirklich. Welcher Typ saß da dran, der das freigegeben hat? Dem. Ja, ich glaube, das Zeichentrick. Ja, da machen wir. Nö, da passt schon. Richtig, Geh nach Hause, brauch eine ist Pizza. ja nur ein Also. Zeichentrick, da kann ja nicht so schlimm was sein. Ja, ne, dazu kommen wir noch. Ja. Tatsächlich bei Chihiro gab es doch diese grünen Köpfe, die immer durch die Gegend gesprungen sind bei der Hexe Ach Yabara. so, ja, diese Schrumpfköpfe oder was das war. Ja, ich fand die als Kind gruselig, jetzt fand ich die irgendwie putzig. Ich fand es immer irgendwie lustig. Ja, ich fand sie putzig lustig jetzt, aber früher fand ich sie gruselig. Aber auf eine Sache müssen wir noch sagen, die, glaube ich, jedem so geht. Der Großteil des Films ist Chihiro einfach nur nervig. So geht es mir nämlich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir Sie da war geht. am Anfang wirklich anstrengend, das war. Ja. Oh ja, das stimmt. Ich meine, gut, es ist Aber zwar gut. irgendwie nicht von der Hand zu weisen, dass sie die Gefahr von vornherein schon gerochen hat, Sie aber ist nicht so dumm wie ihre Eltern gewesen. richtig, die Eltern sind viel schlimmer, das stimmt schon, aber Die waren echt nervig. trotzdem war sie schon sehr, sehr anstrengend. Zum Ende des Films war sie recht gut dargestellt, aber naja. Am Anfang dachte ich mir so, wird es auch getreten werden, oder? Kommen wir zum nächsten. Ich würde da ganz gerne noch eingehen auf einen, vielleicht jetzt nicht so wirklich einprägenden Film, aber es gab so ein paar Kleinigkeiten, nämlich in einem Land vor unserer Zeit. Ich meine, die Filmserie, die ist ja hinreichend bekannt, gibt ja inzwischen 14 Stück, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf Echt habe. jetzt? Genau, 14 Filme. Der letzte, der kam ja erst vor ein paar Jahren. Da war ja irgendwie so eine 7-jährige Pause. Haben sie dann nochmal eingemacht. Und es gibt ja auch eine recht sagen wir, unterdurchschnittliche Fernsehserie, die teilweise doch recht primitiv daherkommt. Was? Ruby! Ist sie Ruby? Die eine, die Blauäugige Nee, oder? die hieß. Oh Gott, wie hießen die jetzt nochmal? Egal. Doch, die hieß Auf Ruby. jeden Doch, du hast recht, du hast völlig recht. Die Ha! hieß Ruby. Wobei ich die aber ganz cool fand eigentlich Ja, ich in der auch, gerade Serie. deswegen, an die erinnere ich mich und ihren kleinen Bruder Schnappzahl. Nee, es war ja nicht ihr Bruder, sie hat ja nur auf ihn aufgepasst. Ja, waren ja schon fast eher wie Geschwister. Egal, der hieß übrigens Chomper, by the way. Nee, Jumper, aber genau. an sich, sage ich mal, ist die Filmreihe wunderbar für Kinder geeignet. Es gibt jetzt keinen Film vom 2. bis zum 14. Teil, wo ich sage, den sollten Kinder nicht sehen. Aber der erste Teil, der war Oh natürlich ja. markant. Ich hatte als Kind Angst vor. Da hatte noch George Lucas, glaube ich, mitgewirkt, Don Bluth und auch Steven Spielberg. Ich weiß nicht, inwieweit die noch in die anderen Filme einwollen, aber ich glaube nicht mehr so stark. Aber der war halt so markant, weil er vom Stil anders war als die nachfolgenden Teile und weil er auch ein paar Szenen noch drin hatte, die, sag ich mal, für feuchte Kinderaugen gesorgt hat. Ich erinnere mich nur an Die den Tod Mutter. von Littlefoots Mutter. Das war so eine Oh. Szene. Das war so brutal einfach. Das Ja. war als Kind halt wirklich etwas, was mich ziemlich fertig gemacht Vor hat. allem, wie er dann auch noch vor seiner Mutter einfach liegt und sie noch völlig geschwächt, aber noch so ein paar Sätze mit ihm wechselt und er einfach ihr in die Augen sehen muss, wie während sie stirbt. Das war so grausam. Das ist so meine Grausamkeitskaliber, aber als Kind konnte ich das nicht ab und ich glaube, wenn ich das jetzt sehe, auch nicht. Das heißt, wenn du mal irgendwie in der Filmbranche tätig sein solltest und ein Drehbuch Bin ich schreibst, wirst genau du. so eine, die das macht? Na Ja. wunderbar. Und dann noch viel grausamer. Aber gut. Natürlich, aber was red ich? Ich habe eine FF mit Folter-Szenen geschrieben, also von daher darf ich das Maul, was das Hab ich angeht, auch schon. sowieso Also nicht jetzt so nicht weit FF, aber aufreißen. andere Dinge. Egal.
Darum geht's nicht. Richtig. Aber es war halt auch vor allem auch dieses Erdbeben am Anfang vom Film, wo sie dann von ihren Eltern getrennt wurden. Und dann noch im Laufe weiter. Also dieser ganze Stil ist immer so. Hektisch und verfolgungswahnmäßig. Ja, und vor allem auch diese ganze Gegend, wo die Dinos ja auch umherlaufen, ist immer so. Jeder handelt hier nur nach dem Recht des Stärkeren. Und wer zu schwach ist, um sich selbst zu versorgen, der wird auch Korrekt. sterben. Hier, was mir gerade einfällt noch, mit Ja. Ceras Vater von, ne? Da ist doch auch die Mutter gestorben. Ja, aber das wurde nie wirklich gezeigt und das wurde auch nie erwähnt. Also die ist einfach am Ende nicht mehr zu sehen. Ja, aber ich glaube, das wurde in den anderen Filmen erwähnt, dass sie halt nicht mehr am Leben war, weil der hat ja irgendwann auch eine neue. Es wurde nie so richtig erwähnt. Es wurde irgendwie so ein Aber bisschen man hat. totgeschwiegen. Ja, aber man hat halt trotzdem gemerkt, dass er halt wirklich darunter gelitten hat. Ja, Zumindest natürlich. habe ich das als Kind das gemerkt, dachte mir so. Ja, na logisch. Autsch. Aber das Ding ist Aber so ein Charakter habe halt, ich ja auch. das Ding Also. ist halt eben, ich bin mir nicht mehr sicher, ob man es während der Erdbebensequenz gesehen hat. Oder eigentlich muss man es ja so sagen, wie es bei den Filmen immer genannt wurde, Erdwackeln. Die haben ja so immer so ganz Hat eigene man echt so Begriffe. Ge genannt? Was? Wurde das wirklich Die Erdwackeln haben es immer genannt? Erdwackeln genannt. Die hat ja sowieso so ihre eigenen Worte für diverse alltägliche Sachen. Die Sonne war die helle Scheibe. Ah ja, genau. Das Baumsternblätter, Meer war ne? das große Wasser. Baumsterne, genau, das war auch noch so ein Wort. Also, die Das habe ich haben nie vergessen. ja. Ja, kann man auch nicht. Ich meine, mit den Filmen sind wir auch quasi aufgewachsen. Also, ich habe ja Oh ja. jeden Einzelnen habe ich ja gesehen. Du ja sicher auch. Ja. Dankeschön. Entschuldigung, der musste jetzt sein. Aber der war halt, ich muss ehrlich sagen, diesen Film habe ich mir auch irgendwie fast nie wieder angeguckt, weil ich ihn irgendwie auch Ich nicht auch nicht. mag. Weil er halt eben so anders ist. Bei mir, ich habe mich aber noch nicht getraut, ihn wieder anzugucken. Aber das ist was anderes. Richtig. Ich habe jetzt erst Chihiros Reise ins Zauberland angeguckt. Das war Irgendwo schon ein muss mal eine bisschen viel Grenze von sein. mir. Aber Okay. ja. Ja, dann können wir den auch ad acta legen. Ich würde sagen, dass du den nächsten dir zur Brust nimmst. Ich gehe da mal nur kurz drauf ein, tatsächlich. Viele werden das jetzt seltsam finden. Balto, also der erste Film, ein Hund mit dem Herzen eines Helden. Ich habe ihn letztes Mal angesehen. Ich finde es immer noch Es so gab. falsch, dass du Bolto sagst, aber okay, ich lasse es mal so Bol stehen. wie, wie, Balto? Ich nenne ihn immer Oder was? Balto, weil er mit A geschrieben wird. Er wurde aber, glaube ich, Balto auch ausgesprochen, selbst im Film. Ja, und ich habe damals einen Trailer halt gesehen und da hieß es Balto. Ist auch Scheiße. egal. Ja, ich nenne ihn trotzdem Balto. Leck mich. Also, Nee, jetzt nicht. das Ding war tatsächlich, das eine, wo ich als Kind auch, was ich überhaupt nicht mochte, beziehungsweise Angst hatte, weiß ich jetzt nicht so direkt, aber es hat mir mal Unbehagen ausgelöst, war die Szene, wo sie gegen diesen komischen schwarzen Bären gekämpft hatten, in diesem Wald, sag ich jetzt mal, Erinnert mich als sie irgendwie ein auf bisschen an ihn. Kapp und Kappa. Ja, aber das wirkte alles so, dieser Bär wirkte so scheiße gruselig, und selbst als ich ihn mir letztens nochmal angeguckt hatte, dachte ich mir so, okay, ja, das ist immer noch, die Szene macht mir immer noch Magen. Nee, Und aber ich muss auch sagen, in solchen Filmen werden Bären, sage ich mal, sowieso immer als böse und groß und gefährlich dargestellt, vor dem jeder Angst haben muss. Das war irgendwie immer so ein bisschen Augen! charakteristisch für so eine Filme. Ja, aber der hatte solche seelenlosen Augen, wo ich da sitze und denke mir so, okay. Ja gut, die hatte Jack im dritten Teil von Spyro auch. Wenn du dich ans Remake erinnerst. Jack. Na hier, mit der, wo du die goldene Gans finden musst. Den Ach, der schwarzen Typ. Dämonenaugen. Ja, stimmt. Aber tatsächlich, was jetzt mir erst als Jugendliche aufgefallen ist und jetzt halt nochmal, als ich ihn jetzt vor einer Woche oder so gerewatcht habe, war tatsächlich die Szene, das war ja so, dass ja gefühlt fast alle an Diphtherie verreckt sind. An Und was? an der Krankheit Diphtherie. Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Diphtherie ist eine, ich glaube, Lungenkrankheit? Also so eine Infektionskrankheit. Deswegen braucht die auch die Medizin in dem Film. Ist ja Gegen diese krass. Diphtherie. Habe ich noch nie gehört, diese Krankheit. Aber okay. Ich glaub dir mal. Ja, so heißt es. Du kannst es meinetwegen googeln. Das werde ich wahrscheinlich sogar machen, nachdem, wenn der Podcast durch ist. Aber fahr ruhig fort. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, das war dann so, dass es da ja ein Was heißt denn das jetzt nochmal? Die so Puppenhäuser machen und so. Holz.
Ja, was mit Holz, genau. Ah, ich, Tischler. Ah, okay. Ja, ich komme das nie. Auf jeden Fall, der Tischler hatte an sich dann Särge gemacht, weil halt wirklich schon gedacht wird, dass die halt an dieser Diphtherie sterben. So. Und ja, dabei war auch Kindersärge und alles, ne? Oh. Und die wurden ja auch so gezeigt und alles, auch eine längere Zeit, wie er die macht und so. Und ich sitze da dick, bin so, okay. Wie alt warst du, als du das gesehen hast? Beziehungsweise als Kind habe ich das nicht so für wahrgenommen, Deswegen, tatsächlich. das wollte ich mir auch gerade sagen, ich glaube, als Kind raffst du das gar nicht, Nimmst du es dass in dem Moment noch nicht so wahr? du Als verstehst gar Jugendlicher, nicht, was das sein soll eigentlich. ich glaube, da war ich 12, 13 vielleicht, als ich den ja halt nochmal damals dann gesehen hatte. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon ziemlich. Ja, okay. Als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich mir so, okay, das ist schon irgendwo makaber, wenn ich ehrlich bin. Aber Ja, trotzdem, aber wie gesagt, also ich denke mal, dass das, wenn du noch richtig jung bist, nimmst du das wahrscheinlich gar nicht so für voll das und verstehst das auch gar nicht, was das wirklich zu bedeuten hat. Aber ich weiß, was du meinst damit. Also von daher kann ich es in gewisser Weise nachvollziehen, dass du diesen Punkt da jetzt auch mit einwirfst. Hier, by the way, das Diphtherie war eine Atemwegskrankheit. Hast du das So. jetzt ernsthaft noch gegoogelt? Ja. Oh mein Gott. Ich habe ja jetzt endlich einen schnellen PC, ne? Also Merkt muss ihr ich das mit was erwarten. Unprofessionellem ich hier den Podcast machen muss? Googelt einfach, während wir das Ganze hier aufnehmen. Sowas von unprofessionell. Weißt nicht mal, was Diphtherie, dass es Diphtherie gibt. Muss ich auch nicht. Das ist nicht Teil des Podcasts. Wir machen keinen Wissenschaftspodcast. Wir können ja mal eine Wissenschaftspodcast. Folge machen, wo wir über Corona und andere Krankheiten reden. Aber ich Oh glaube, darauf nee, hat bitte keiner nicht Bock. Corona. Da hat keiner Bock drauf, weil wir dieses Thema alle nicht mehr hören können. So, jetzt habe ich auch das noch mit eingebaut. Findet euch damit ab. Ja, nice. Muss immer noch eine Grafik drüber. Wenigstens musstest du keine Grafik darüber malen. Okay? Ich muss es mir jeden Tag Das an. Ich muss ätzend. es mir jeden Tag anhören. Das ist schon Folter genug. Egal. Ja, und jetzt musst du es auch noch malen. Nice. Tja, Also. wunderbar. An sich war das jetzt deswegen, also mehr wollte ich jetzt auf Balto nicht eingehen, weil so viel Schlimmes war da an sich jetzt nicht. Außer das mit den Kindersärgen und den Bär. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten. Ist auch wieder so eine Kleinigkeit, die ich mit einwerfen will. Nämlich, du kennst den Film ja, glaube ich, auch eher flüchtig, aber du kennst ihn. Fievel der Mauswanderer. Da gibt es ja auch ein paar Ja. Filme, nämlich vier Stück. Und ich glaube auch eine Serie, die aber ziemlich unterm Radar geschwommen ist. Aber auch hier, genau wie bei einem Land von unserer Zeit, war es halt der erste Teil, der so prägnant war. Und auch hier natürlich wieder Don Bluth, glaube ich, mitgewirkt. Der ist ja Weiß sowieso, ich nicht. ich glaube aber doch, der ist ja sowieso bekannt eben für so eine Sachen. Und an sich ist der Film natürlich toll für Kinder schon geeignet, aber es gibt halt auch da so ein paar Szenen, die mir persönlich auch als Kind richtig Angst eingejagt haben. Ich denke da zum Beispiel nur an die Szene, wo Fievel auf dem Deck von dem Schiff ist und plötzlich diese Wellen ankommen, die so monströse Gestalten darstellen. Also das war richtig creepy damals. Oh, ich Teilweise immer glaube, ich noch erinnere mich creepy. ganz schwach. Ja, es ist Oh. schon, also man müsste das wahrscheinlich nochmal sehen, um es sich genau vorzustellen. Aber an sich war das halt schon echt krass, wie das damals so dargestellt wurde. Und hat mir persönlich auch damals so ein bisschen Furcht beigebracht. Aber an sich ist der Film, sag ich mal, auch deswegen schwierig, weil er halt eben so einen unfassbar düsteren Stil hat. Und was auch noch dazu kommt, dass halt die Geschichte unfassbar traurig ist. Mit Fievel, der halt seine Eltern verliert und dann in der Weltgeschichte herumgeistert und auch einige Seine Male im Eltern Film. verloren? Ja, der wurde doch vom Deck des Schiffs gespült, auf dem die Eltern waren. Die dachten ja dann, er wär im Ozean ertrunken. Ach, stimmt, die hatten sich aber, hatten die sich wieder Die gefunden? hatten sich wiedergefunden und im Laufe des Films waren sie auch immer Oh. ganz knapp aneinander vorbeigeschraubt, wo ich mir nur dachte, verdammt, da ist er doch gerade vor euch und ihr seht ihn nicht. Okay, ja gut, ich habe den Film, glaube ich, einmal gesehen in meinem Leben, also Ja, lange her. habe mir schon gedacht, dass das bei dir so ein bisschen aus der Erinnerung verschwunden ist. Ich weiß, dass es den Film gibt und so, und ich wollte ihn mir immer noch mal angucken, aber hab's irgendwie nie gemacht. Ja, also an sich ist es natürlich ein schöner Film, aber es gibt halt eben so ein paar Sachen, zum Beispiel auch die russischen Katzen, die am Anfang zu sehen ist, die auch so als Monster auch dargestellt werden, weil sie völlig zerstörerisch die Heimat der Mäuse einfach zerstören. Es ist auch so eine Szene, die ist
Etwas hart, sag ich mal, aber kann man wahrscheinlich wegstecken. Mir persönlich hat sie damals ein bisschen Angst gemacht, aber heute denke ich da eigentlich gar nicht mehr so drüber nach, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es da anderen geht. Gut, ich kann zu dem Film aber, wie gesagt, nicht so viel sagen. So wie du zu meinem nächsten jetzt nichts unbedingt sagen kannst. Nämlich? Levi, ein Huhn in der Wildnis. Ja, Klingt ja von an dem sich hast du so mir ja lieb und nett, erzählt. ne? Klingt ja an sich ja lieb und nett. Ist Es es ist aber an nicht. sich. Nein, es fängt an sich damit an, dass die Henne Levi es halt schafft, aus einer, so einer Eierfabrik auszubringen, hier wie Massentierhaltung, ne? Die wird irgendwie auf aussortiert und Menschen wollen sie, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, ob es mit einem Beil war oder ob sie erschießen wollten. Entweder es hacken oder es verschießen, keine Ahnung. Das weiß ich Auf leider jeden Fall nicht. umbringen. Es hört sich erstmal Und schon sehr martialisch an. ja, es ist auch ziemlich düster, die Szene am Anfang. Auf jeden Fall, das, was ich sagen wollte, war dann, sie findet dann ja halt dieses, so eine verwaiste Ente und zieht die halt auf. Ich glaube, Greenie heißt die. Ja. Doch? Ja, ist richtig. Also bringt ihm dann auch alles Mögliche bei, wie Schwimmen, Tauchen, Fliegen, das, was eine Ente halt können muss, ne? Ein Und bisschen diese wie die Levi ist ja. Geschichte vom hässlichen Entlein. Ja, so in etwa, aber ein wenig makaberer. Ja. Dann gab es dann noch dieses, ich glaube, das war ein Frettchen. Ne, du hast mir, glaube ich, gesagt, das war ein Wiesel. Ja, Wiesel oder Frettchen, für mich sehen die Viecher gleich aus, muss ich Ist ja sagen. egal. Ja, auf jeden Fall Frettchen oder Wiesel. Auf jeden Fall war das so eine Wiesel, Frettchen, Mutter, was auch immer. Ich sage jetzt einfach mal Frettchen. Die halt ja dann auch hinter Levi her war, weil es war halt ein Huhn und, ne? Zwar Beute, frisst dann schon. Beutetier halt eben. Ja, genau. Und das Ding war eigentlich, der ganze Film an sich war schon teilweise ein bisschen, ja, war schon ganz süß, gleichzeitig aber schon ein bisschen hart auf der Schwenke, aber das Ende war halt das Ding, was so ein bisschen heftig war. Das wurde tatsächlich, glaube ich, in der deutschen Version tatsächlich rausgecuttet. Das wundert mich ehrlich Aber gesagt nicht, weil wir Deutschen sind ja, was das angeht, immer so ein bisschen schnell an der Schere. der Film ist, by the way, auch FSK 0. Und Unglaublich. ja, und das Ding war halt einfach, der Film kommt ja eigentlich aus Südkorea. Und das Ding ist halt, dass am Ende des Films, wo Greenie dann halt ja erwachsen ist und dann mit den anderen Enten wegfliegt, ist ja Levi, ist ja Winter. Und ein Huhn überlebt im Winter jetzt ja nicht unbedingt. Nicht zwangsläufig, zumindest nicht ohne Stall. Nee. Und in der Wildnis, ne? Nee, ist recht nicht. Vergiss es, Dann vergiss es. kam halt dann das Frettchen, die Frettchenmutter, die auch nur ihre Kinder ernähren wollte. Und dann stand Levi mit ihr mit dem Rücken zu diesem Frettchen und hat gesagt zu ihm, dass sie sie fressen könnte. Und dann ist das Frettchen mit Tränen in den Augen auf sie zugestürmt und hat sie halt totgebissen. Und das war wahrscheinlich in der Originalfassung vollends zu sehen. Das war zu sehen, meines Wissens noch. Ja, auf jeden Fall. Das wurde ja halt in der Dings. In der deutschen Ka Version wurde es so gecuttet, dass halt Levi halt nur noch da am Ende steht, im Sinne von, dass sie ihren Adoptivsohn halt verabschiedet in dem Moment und dann war halt Schluss, ne? Dass praktisch die letzte Szene halt komplett rausgecuttet wird. Genau. Und dann denke ich mir so, ja, okay, das ist. Ja, okay, gut, ne? Aber ich finde es trotzdem krass, dass der Film trotzdem FSK 0 ist. Also da hätte es ein FSK 6 durchaus gereicht. Also mit dem gecutteten Ende natürlich. Ja, aber es war Aber. teilweise ja zwischendurch auch schon manchmal so ein bisschen. Ja gut, ich kenne das jetzt halt nicht. Da kann ich das jetzt nicht so sagen. Naja, Aber. aber trotzdem. Aber ich nehme mal an, dass du auch genau die gleichen Punkte wieder vorbringst wie bei Chihiros Reise ins Zauberland, dass das selbst FSK 6 womöglich nicht das Richtige gewesen wäre. Ja, FSK 6 aber mehr als 0. Ja! Aber FSK 6 ist sowieso auch immer so eine kritische Sache. Naja, bevor ich weitermache, würde ich dich doch bitten, dass du noch den anderen Teil oder dass wir gemeinsam auf die Sache mit den Aardman Studios noch eingehen, weil du ja da auch noch so einen Film hattest und ich ja auch. Mit den welchen? Den Aardman Studios, die Knetfiguren. Ach ja, entschuldige, Du hast ich ja davon, du hattest ja davon Chicken Run gesprochen und ich habe ja da noch den einen Wallace und Gromit-Film. Also ich meine, erstmal, dass diese Knetfiguren sowieso ein bisschen creepy aussehen. Ich glaube, du hast ja da sowieso so eine gewissermaßen, ich will nicht sagen Phobie, aber Abneigung, Trauma und Angst vor. ja, Danke. genau. Und generell Angst vor Puppen. Ja gut, manche Puppen sehen aber auch echt creepy aus.
Das Ding war halt, bei mir war es ja halt Chicken Run, Henrennen. Ich habe den Film lange nicht gesehen und das Ding war einfach, die ganze Atmosphäre war so creepy düster, genau wie bei Wallace & Gromit. Naja, bei Wallace und Gromit fand ich es in der Hinsicht auch noch makaber. Also es geht wieder diesen einen Großfilm, nämlich auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen, oder ich glaube, er heißt sogar eigentlich The Curse of the Were-Rabbit, also der Fluch des Werkaninchens. Kann sein. Ich habe, wie gesagt, die Filme damals einmal angesehen, danach nie wieder, weil ich so eine Angst davor hatte. Naja, Und das habe ich heute aber noch. das Makabere daran finde ich noch, ich habe damals den Trailer gesehen und der Trailer ist erstmal unfassbar lustig. Du denkst, es ist ein Film, wo du dich kaputt lachst drüber und wenn du dann den Film richtig siehst, merkst du erstmal, ach du Scheiße, so viel lustig ist da eigentlich nicht. Ja, das war damals auch immer, wenn das irgendwie so als bei Togo oder so, super, der auf der Vorschau lief, dann sah das eigentlich alles ganz okay und harmlos aus. Guckst du es dir an? Mama, kann ich bei dir schlafen? Dann ist das plötzlich was ganz anderes. Ja, so in dem Sinne. Hey, sitzt du da und denkst wieder, super. Bei Chicken Run, Henrennen war es Gott sei Dank nicht ganz so extrem, aber gab es halt auch Szenen, wo man sich so denkt, so, okay, die waren halt alle auf so einem Hühnerhof, wo sie halt dafür da waren, um zu sterben. Und am Anfang wurde auch gleich eine Henne geköpft. Da haben sie das Beil gezeigt mit dem, wo sie halt Köpfe, die ist nicht wiedergekommen. Definitiv nicht. Verzeih mir jetzt meinen Man hat den makaber, Schrei auch aber gehört. verzeih mir jetzt meinen makaberen Humor, aber was soll da rauskommen, wenn man ihr den Kopf abschlägt? Knetmasse? Sorry, Kunstblut. dass ich da jetzt ein bisschen makaber sein muss, aber der musste sein. Nee, Kunstblut. Ah, verstehe. Ja, Aber bitte klar. aus Knetmasse. Natürlich. Hier, wie dieses Dr. Wibber-Ding da aus dieses Spiel, wo du die Organe aus Knete gemacht Ah, hast. ja, dieses Spiel, ich kenn's auch noch. Ah, Ja, war so das lief so eklig. oft früher in der Werbung. Aber das Ding war dann halt auch, dass die ganze Atmosphäre düster war. Die wollten dann halt ausbrechen, weil die ja nicht alle draufgehen wollten. Nachts hin. Klar. Und das Ding war dann auch diese Hausherrin, ne? Die war teilweise so creepy. Oh, meine Fresse. Vor allem hatte die dann später noch so eine Maschine gekauft, wo sie die Hühner reinstopft und auf übelste Art und Weise einfach gekillt werden. Boah. Oh. Erinnert mich so ein bisschen an die Vergasung von diesen kleinen Hühnchen, was man ja mal auch im Fernsehen gesehen hat. Oh, Ja. boah. Und das Ding war dann halt auch, als sie dann halt quasi fast entkommen sind, weil die hatten sich, glaube ich, irgendwie so eine Art Luftschiff oder sowas gebaut. Wie auch immer die das hingekriegt haben. WTF? Einfach nicht hinterfragen. Dann Nein, ist doch wirklich nicht. diese Hausherrin tatsächlich irgendwie da halbwegs hoch, so richtig psychomäßige Fratze gezogen, die einem im Gedächtnis bleibt. Und Alter, du sitzt da und denkst du so, okay, I gonna will die. Ja. Das war halt wirklich so, da sitze ich so, ja, Den hatten die sogar damals in der Schule einmal geguckt. Ich dachte mir, ich hasse euch. Ich hasse Warum euch. müsst ihr diesen Film zeigen jetzt? Aber gut, ich hatte im Chemieunterricht Fukushima-Bombe gesehen. Wie hieß das jetzt noch? Das habe ich im Wann diese Geschichtsunterricht. Atombombe, die auf Hiroshima. Hiroshima, Das habe ich im Dankeschön. Geschichtsunterricht damals gesehen. Hatten wir in Chemie bei Warum Atombombe eigentlich und im so. Chemie? Wegen Atombombe wahrscheinlich, Ja, keine das gehört Ahnung. aber eher in die Physik, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Chemie oder Physik Weil war. Ich habe. Atome haben meines Wissens was mit der Physik zu tun, nicht Kann das zwangsläufig sein, mit der dass es Physik Chemie. war? Bei uns ist es immer durcheinander gewesen. Ich hatte nie wirklich Chemie und Physik. Unser Lehrer ist immer abgeschweift. Das Ding war auf jeden Fall, das war auch teilweise so creepy zu sehen mit diesen verätzten Gesichtern. Das vergesse ich nie wieder. War so eine alte VHS-Kassette im Jahre 2014. Ich denke mir so, ihr habt noch ein Gerät, das sowas abspielt? Tja, weil es davon Wow. keine DVD gibt wahrscheinlich. Ich habe auch noch einen Videorekorder. Hallo? Wir haben tatsächlich keinen mehr. Ich glaube, unserer ist vor einigen Jahren tatsächlich tot gegangen. Du tust ja so, als wenn das so was Außergewöhnliches wäre. Ich muss doch sehr bitten. Sagen wir so, das Ding war fett voll Staub damals in der Schule. Ja Das und? war heftig. Man benutzt ihn wirklich nicht mehr so häufig heutzutage, aber trotzdem. Es ist gut, wenn man noch einen hat. Ja, gut, aber darum geht's ja jetzt nicht. Du bist dran. Richtig, wir schweifen schon wieder ab. Wie viele Filme hast du auf deiner Liste noch? Also ich habe noch drei, aber ich Ich habe noch glaube, einen. welchen hast du denn jetzt noch auf deiner Liste? Alle Hunde kommen in den Himmel. Achso, dann lass uns den erst abhaken, weil die letzten drei Sachen, die auf meiner Liste stehen, sind nämlich die wirklichen, wo wir richtig explizit und exorbitant wirklich drüber sprechen können, weil die, sage ich mal, in gewisser Weise noch ein bisschen krasser sind als das, was wir eben so angesprochen haben. Aber Alle Hunde in den Himmel kann ich auch mitreden. Den habe ich natürlich auch gesehen. Auch wieder ein Don Bluth-Film, glaube ich. Ja, ist ein Non-Blue-Film. Ich habe Steven irgendwie Spielberg, nebenbei glaube ich, auf. auch wieder mit Steven Spielberg, glaube ich, der hat auch mitgemacht, glaube ich. Aber ist egal, fang ruhig mal an. Ja, ich habe, wie gesagt, den Film jetzt ewig nicht gesehen. Also ich weiß nicht mal, ich weiß, dass die ganze Atmosphäre sehr
unschön Eben, ich war. muss mal einfach da hinzufügen, der Film hat unfassbar viele Stellen, die einen als Kind so ein bisschen verwirren und auch ein bisschen mit fragendem Blick zurücklassen. Also so ging es mir damals. Und er hat auch ein unfassbar trauriges Ende, nämlich wo man dann, wo ja Charlie, der Hund, sich ja opfert, also sein Leben opfert, damit die kleine Annemarie überhaupt überleben kann. Und er dann Ja. qualvoll ertrinkt eigentlich. Das ist eigentlich erstmal makaber. Aber der Film an sich war eigentlich in der Ursprungsfassung ja noch viel schlimmer eigentlich geplant. Das habe ich dir, glaube ich, mal gezeigt. Dieses eine Video mit dieser Sequenz aus der Hölle, die rausgeschnitten wurde, die war ja auch noch mit ursprünglich drin. Und die ist, glaube ich, nur rausgecuttet worden, damit das FSK 6 überhaupt erreicht werden konnte. Weil wenn die Das ist die halt Szene, heftig. glaube ich, drin gelassen Wieso hätten, FSK 6? Der Film ist FSK 0. dann vielleicht das, ich weiß nicht mehr, ich hatte damals eine Videokassette, da stand, glaube ich, drin FSK 6. Ja, ich habe jetzt das da nebenbei aufgehabt und da steht FSK 0. Okay, wie auch immer, jedenfalls um halt eben die niedrigere FSK-Fassung zu erreichen, haben sie das rausschneiden müssen. Aber es gab halt so viele Dinge. Ich meine, die Höllensequenz ist sowieso creepy eigentlich. Ja. Also, er wird Also da es einfach geht. von so Teufelswesen, die so ein bisschen wie Fledermäuse wirken, angegriffen und droht mit einem Schiff in der Lava zu versinken. Also, auch wenn das nur ein Albtraum ist, es ist einfach unglaublich fies. Creepy. Es ist generell, der ganze Film ist so. Obwohl er eine tolle Story hat, das will ich jetzt mal nicht von der Hand, Ja. weil der Film an sich ist gut. Aber Aber für Kinder? also ich muss aber ehrlich sagen, dass ich als Kind das Ende, also das Ende, was jetzt nach dem Ertrinken kam, nicht verstanden hatte. Was war es denn Naja, nochmal? Ich da bin war da ja dann nicht. Annemarie, wie sie noch in ihrer, bei ihr sich zu Hause im Bett lag und plötzlich kam da dieses dunkle Wesen. Und Charlie war da plötzlich auch so also geisterhaft zu sehen. Und dann plötzlich kam diese blaue Kugel rein, die so symbolisiert hat, dass er jetzt doch wieder in den Himmel kann. Als Kind habe ich das nicht verstanden damals. Ich denke mal, das sollte eine Art schutzengelmäßig sein, oder? Naja, er durfte ja deswegen in den Himmel zurückkehren, weil er sich ja halt für Annemarie geopfert hatte. Weil er hat ja eigentlich, war er schon im Himmel, hat dann Ja, seine und da hat er Uhr. dann diese Uhr geklaut. Genau, und dadurch war sein Recht auf den Himmel eigentlich verwirkt. Und weil er sich aber geopfert hat, hat man ihm noch eine Chance gegeben und gesagt, okay, du darfst doch wieder in den Himmel kommen, nachdem er eigentlich schon in der Hölle war. Und diese blaue Kugel war ja auch, glaube ich, dieser komische Hund, der auch im Himmel irgendwie war. Wie hieß die nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Keine Ahnung. Aber du weißt, wen ich meine. Ja. Und die hatte, glaube ich, eben das Dämonenwesen vertrieben und damit war er eben von der Hölle befreit. Aber wie gesagt, als Kind habe ich diese Szene überhaupt nicht kapiert damals. Dachte mir, hä, was soll das denn jetzt? Diese blaue Kugel da, die da jetzt reinkommt und dann dieses. Ja, das ist. Der ganze Film ist ein bisschen. Ja, Also ne? ich denke einfach, dass wenn man sich den Film anguckt, dass man als Kind, sag ich mal, gewissermaßen überfordert ist mit dem Film auch. So, also so Das. ging es mir phasenweise, weil man vieles einfach nicht so wirklich versteht. Ja, das war teilweise bei mir tatsächlich auch so und generell, ich weiß nicht, ich. War ein Musical-Film? Wow. Ja, wurde Ich viel war halt. gesungen. Ja, wie gesagt, ich erinnere mich nicht mal an alles, aber ich habe den auch dann ewig nicht gesehen. Sogar Roberto Blanco hat ja, glaube ich, mitgesungen in dem Film. Der hat ja dieses komische Krokodilswesen gesungen und gesprochen. Jetzt muss ich an Küss den Frosch denken, na super. Aber Okay, gut. eine Sache muss ich dem Film wirklich vorwerfen, die absolut schlimm ist, nämlich der Anfang vom Film. Weil du wirst da reingeworfen in diese Story, wo Itchy, dieser Dackel, Charlie aus dieser geschlossenen Anstalt befreien muss und muss dir in den ersten Minuten diese Background-Story nach und nach zusammenreiben. Also du wirst da total reingeschmissen in den Film. Ich weiß Oh, nicht, ob es dazu okay. irgendwie noch einen Vorabfilm gab oder irgendwie sowas, was das so ein bisschen aufgedeckt hat, aber das fand ich so kompliziert. Du wirst einfach in diesen Film geworfen und denkst, hä, was soll das jetzt? Warum ist er da eingesperrt? Mir fehlt hier total viel Info. Also, du kannst dir den Film irgendwann noch mal angucken und dann kannst du ja mal gucken und lernst vielleicht zu verstehen, was ich meine. Ja, weißt du, was ich gerade sehe? Es gibt anscheinend eine Fortsetzung von dem Film. Charlie, eine himmlische Weihnachtsgeschichte.
Ach, den habe ich mal gesehen. Das ist, glaube ich, keine wirkliche Fortsetzung. Das ist einfach auch nur wieder so ein Versuch eines Weihnachtsspecials. Aber Eineinhalb Stunden. ich glaube, das ist nicht wirklich der Rede wert. Na egal. Ich würde dann vorschlagen, wir machen die Sachen zu und kommen jetzt erstmal zu den Sachen, die wirklich makaber sind in gewisser Weise. Und ich würde sagen, wir fangen mit einer der Serien an, glaube ich, die wahrscheinlich am einprägsamsten ist bei den Serien, die es als Kinderserien überhaupt gibt, die traumatische Erlebnisse verursacht haben, nämlich die Tiere, als die Tiere den Wald verließen, auf Englisch Animals of Farting Wood. Die kennen wir ja beide recht gut und Ne, du besser als ich, aber ich ja, kenne aber so du kennst gefühlt ja was auch so ein davon. paar Szenen und von daher, es gibt einfach in diesem Film unfassbar viele Momente, die für ein Kind einfach nur schockierend sind. Es gab allein in der ersten Staffel, es gibt ja insgesamt drei, in der ersten Die Staffel gibt, überfahrenen Igel. ja, das sowieso, das war die schlimmste Szene in der ersten Staffel. Es gab so viele Tode in dieser Serie, dass sie kaum aufzuzählen sind. Ich will mal nur in der ersten Staffel so ein paar zusammenfassen. Da waren die Wassermäuse, die grausam vom Feuer getötet wurden. What? Das hat sich ja dieses Feuer ausgebreitet und die sind ja dann grausam verbrannt. Das wurde nicht gezeigt, aber das konnte man sich denken. Dann die Wühlmäusbabys, die von Dornen aufgespießt wurden. Das Blut war sogar zu sehen. Die Igel, die überfahren wurden. Dann noch ein Kaninchen, was auf offenem Feld von einem Gewehrschuss getötet wurde. Muss ich noch weiter fortfahren? Das ist unfassbar, was in dieser Serie alles an Tötungen zu sehen war. Das sollte ich mal Kindern zeigen. Ich meine, an sich hat das einen pädagogischen, guten, wertvollen Charakter. Das mag vielleicht schon Ja, sein und aber ich. das ist halt schon heftig. Ja, es ist auch heftig. Ich würde auch trotzdem unterschreiben, dass mir diese Serie nicht geschadet hat, aber es ist trotzdem unfassbar, was in dieser Serie alles an Tötungen und so weiter vollzogen wird, die auch deutlich zu sehen sind. Es würde mir auch. Mir fällt auch noch eine Szene ein, wo der eine Sohn vom Fuchs auf offenem Feld auch. Wo man wirklich den Gewehrschuss sieht. Und er in den Hinterlauf geschossen wird. Also. Stimmt, daran erinnere ich mich noch. Ja. Oder die Fas Oh. oder was mir auch noch einfällt, die Fasane. Erst stirbt ja. Pass F an. Nee, es waren zwei. Nein, bei Das uns war ist es laut. immer so, wir sagen statt Fasan immer Pass an. Egal. Erst stirbt ja die Frau. Die stirbt ja da erstmal durch einen Gewehrschuss auf dem Bauernhof. Wenig später kommt der Mann nochmal zurück, sieht seine Frau da liegen als Braten, ist total geschockt und tief traurig und wird dann einfach auch kurzerhand erschossen. Also, es ist schon sehr makaber und ich habe jetzt, glaube ich, nur ein paar aufgezählt. Also, es gibt wahrscheinlich noch dreimal so viel wie David, die ich gerade aufgezählt habe. Die Menschen sind ja unfassbar nette Wesen, ne? Also in der Serie werden sie unfassbar grausam dargestellt. Aber das. Na, überleg mal, wir Menschen sind unfassbar grausam. Aber Das ist nicht, schon aber richtig. nicht alle. Ja, aber du weißt, was ich meine. Naja. Aber das ist auch eine gute Überleitung zu dem, wo wir jetzt hinkommen wollen. Nämlich zu zwei Filmen, die vom, muss man schon sagen, sehr gefeierten Regisseur Martin Rosen stammen. Dazu kurz eine Erläuterung. Martin Rosen ist ein. Ich versuch's gerade in Worte zu fassen, dass es auch richtig rüberkommt. Der ist eigentlich ein Mann, der gesagt hat, dass, oder der sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass Zeichentrickfilme nicht nur für Kinder sein müssen. Und das hat er auch mit Stimmt. zwei, und das hat er auch mit zwei Filmen ganz erstaunlich unter Beweis gestellt, nämlich unter anderem Die Hunde sind los und Watership Down. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit Watership Down an, weil da Ja. kannst du ja, glaube ich, auch ein bisschen mitreden. Ja, an den erinnere ich mich noch, wie der auch oft auf Togo einfach angepriesen wurde in der Werbung. Nee, das war die Also, Serie. ja, ich meine jetzt im Sinne von für abends den Film. Da gab es ja immer so eine Voranzeige, in dem meine ich schon. Nicht die Serie. Aber. Denn auch wie das da auch war, tatsächlich, am Anfang hatten sie den immer gezeigt mit den ganzen blutigen Szenen, wo sie die Hasen gegenseitig zerbissen haben und so. Später gab es eine zensierte Version, aber Aber du müsstest schon unfassbar viel zensieren bei diesem Film. Also, hat man auch. das ist Wahnsinn. Also, es gibt. Also erstmal diese Szene, dass diese
Es geht ja irgendwie darum, dass einer von den Hasen aus diesem Bau so eine Vision hat, dass irgendetwas passieren würde, was ihre Heimat zerstört. Und ich glaube, diese Vision wird erstmal unfassbar brutal auch dargestellt. Da sieht man, glaube ich, sogar, wie die Hasen, ich weiß nicht, die verbrannt wurden oder jedenfalls ziemlich grausam hingerichtet werden. Dann sieht man auch noch einen dieser, ja, was waren das nochmal? Ich glaube, kann man schon fast so eine Art Offizier von diesen Hasen nennen, oder? Der so, oder nee, Diktator ist das bessere Wort, glaube ich. Der so die alle so untereinander kontrolliert hat und der ja auch völlig blutverschmiert und mit blutigen Zähnen sich auf die anderen noch gestürzt hat und die angegangen ist. Dann kommt auch noch ein Jagdhund dazu, der sich die Hasen allesamt schnappt und die zerfleischt und blutig durch die Gegend wirft. Also, Mit Schla hatte sie ja auch mitgeschliffen? er hat sie so erst so hin und her geschüttelt in seinem Maul, wie es ja bei Hunden, wie Hunde Ja, das ja so genau. machen, und schleudert die dann ja so weg. Die Kamera ist voll auf diesem Hasen drauf, der da zerfleischt und verwundet voller Blut da liegt. Ist Das nicht auch ist. einer noch ertrunken? Das weiß ich nicht. Ich habe den Ich Film glaube leider nie ja. vollständig gesehen, weil ich das nie geschafft habe. Ich habe den auch nie ganz gesehen, aber ich meine, ich habe mal eine Szene gesehen, wo tatsächlich auch ein Hase ertrunken ist, aber ich weiß es nicht zu Das kann 100%. natürlich sein. Also es würde mich nicht wundern, wenn auch das mit eingebaut werden würde, aber es ist unfassbar makaber. Ich meine, der Film ist ja auch schon recht alt. Ich glaube, der stammt aus dem Jahre 1978. Oh. Uiuiui. Ja, der ist sehr, sehr, sehr alt. Die Hunde sind los, kam, glaube ich, nur ein paar Jahre später. Ich glaube, 1982. Und Ach, genau wie Miss Bibsy und das Geheimnis von dem. Das ist auch so ein Film von Don Bluth. Auch ziemlich heftig gezeichnet. Ich würde es nebenbei erwähnen, also Ja, ich mir habe den fällt da nie auch noch gesehen einer ein, den wir und. so nebenbei erwähnen könnten. Das ist nämlich Edward mit den Scherenhänden. Den hatte ich dir schon mal erzählt. Das ist auch so ein Film, Ja. der eigentlich für Kinder gedacht ist, aber eigentlich für Kinder Ziemlich nicht so creepy wirklich ist. geeignet ist. Ist das nicht sogar ein Disney-Film? Edward mit den Scherenhänden? Kann man nachgucken. Ja, brauchst du jetzt nicht. Können wir später machen. Aber auf den schlimmsten. Den habe ich jetzt ja nach hinten geschoben. Den komme ich jetzt nämlich. Ja. Die Hunde sind los. The Plague Dogs. Ich sag ganz ehrlich, du weißt es ja auch, Luna. Ich hatte im Vorfeld zu diesem Podcast mir eigentlich auf die Fahnen geschrieben, dass ich mir den Film zu Recherchezwecken mal angucken Hast du will. es geschafft? Ich habe es nicht geschafft. Ich habe nach den ersten Minuten ausgemacht. Ich konnte es nicht ertragen. Er war so grausam, dieser Film, dass ich konnte es mir einfach nicht angucken. Ich meine, ich bezeichne mich jetzt nicht unbedingt als Hundeliebhaber. Also, ich muss jetzt Ich keinen glaube, ich Hund wäre halten. gestorben. Ja, du bist ja da so ein bisschen eher zart beseitet als ich und du bist ja auch Hundeliebhaber. Ich würde mich nicht als Hundeliebhaber bezeichnen, weil ich in gewisser Weise negative Erfahrungen gemacht habe mit Hunden und, naja, also ich bin nicht so wirklich der Hundefreund, ich bin der Katzenfreund. Einigen wir uns Ja, bei darauf. mir ist es andersrum. Ich habe ja selber eine Hündin, also ich denke So, so, ne, mein Baubau. und jetzt muss man einfach mal für diesen Film auch wissen, der Film handelt von zwei Laborhunden, die in einem Labor von Menschen, an denen Experimente ausgetestet werden, die grausam gefoltert werden und denen irgendwann die Flucht gelingt aus diesem Labor und die einfach auf die Wildnis losgelassen werden, aber dadurch, dass sie halt immer nur im Labor waren, keine Ahnung haben von dem Leben, wie sie, beziehungsweise dem Überleben in der Wildnis. Das lernen sie dann von einem Fuchs. Allerdings nimmt die Verfolgung auf sie kein Ende, weil ein sehr dummer und übereifriger Reporter verbreitet die Nachricht, dass die beiden Überträger der Pest wären, wodurch sie weiterhin von Menschen verfolgt werden und bis in den Tod getrieben werden. Also das zumindest vermutet man, das ist nie wirklich bestätigt worden im Film, das kann man nur erahnen, aber für mich gilt das eigentlich schon als fast sicher. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, woher weiß ich das denn alles, wenn ich das nicht geschafft habe, den Film anzusehen? Das liegt einfach daran, dass ich mir erstmal den Inhalt des Films durchgelesen habe und gewisse Szenen angeguckt habe. Ich wollte halt den Film im Ganzen sehen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe, wie gesagt, nach den ersten 5 Minuten den Film wieder ausgemacht, weil es nicht zu ertragen war. Ich kann das Thema beschreiben. Ich hoffe, dass du das jetzt durchhältst, weil ich kenne ja deine Absch Klar. ich kenne das ja, wie du da in der Hinsicht bist. Darf ich ganz kurz was einwerfen? Edward mit den Scherenhänden ist nicht von Disney. Okay, gut. War jetzt ein bisschen Stimmungskiller, aber egal. Oh. In den ersten Minuten sieht man halt dieses Labor, dieses Versuchslabor.
Und man sieht halt einfach, wie einer dieser zwei Hunde, ich glaube, der hieß Wuff oder. Na, ist auch egal, wie er hieß. Sehr kreativer Name. Ja. Und der wurde halt eben für Experimentierzwecke immer experimentell und also in seinem Wasserbassin ertrunken, dass er da, er schwamm erst um sein Leben und ist dann zwangsläufig ertrunken. Und immer wenn er dann runtergesunken ist wie ein Stein, haben sie ihn wieder rausgeholt, das Wasser aus ihm rausgepumpt und ihn somit praktisch wieder zum Leben erweckt. Also erstmal, dass das Boah. unfassbar widerlich und grausam ist, Darüber müssen wir nicht debattieren. sieht man das einfach auch unfassbar deutlich. Also es fällt mir echt schwer, da so drüber zu reden, weil es mir selber in der Seele wehtut, dass das, weil wir alle wissen, dass es sowas halt auch in Wirklichkeit gibt und auch immer noch praktiziert wird. Ich bin weit davon zu sagen, dass das in gewisser Weise richtig ist oder dass man es gar nicht mehr machen sollte. Für eine Seite könnte ich mich da gar nicht entscheiden. Aber auf jeden Fall bin ich weit weg davon zu sagen, dass sowas überhaupt praktiziert werden dürfte. Das ist grausam und deswegen war einfach nach diesen 5 Minuten für mich auch schon Schluss in diesem Film. Ich konnte nicht Ganz weitergucken. ehrlich, wenn ich so sehr höre, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, von wegen, die haben den Hund an den Wassertank geschmissen, denke ich mir so, wie wär's, wenn wir das mal mit Menschen machen? Einmal schubs und rein, dann weißt du, wie sich das anfühlt. Du Das Blöde wäre Pisser. nur, der Mensch würde wieder rauskommen. Mit dem Stein am Fuß nicht. Naja, aber jedenfalls, ich Klingt will sehr dann. grausam, aber bei sowas denke ich mir dann immer Ja, so, ich wie weiß, kann was du man meinst. so enden? Aber ich will dann noch jetzt aufs Ende eingehen, weil das auch unfassbar traurig ist. Weil diese Experimente mit dem Wasser haben natürlich dafür gesorgt, dass dieser Hund eine unfassbare Angst vor Wasser hat. Wen Im wundert's? Sinn? Und sie werden dann halt eben von. Ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube Armee oder Sicherheitskräfte der Armee, irgendwie sowas, werden sie halt verfolgt und werden halt bis zu einem Meer getrieben, zu einem See. Nee, es war ein Meer, glaube ich. Und einer der beiden, der halt auch Operationen an seinem Gehirn immer wieder über sich ergehen lassen muss, weil der Kopf immer aufgeschnitten wurde, hat auch deshalb immer einen kleinen Schaden davon, indem dass er öfters fantasiert und sich was einbildet. Also das wurde zumindest im Film immer wieder dargestellt und er sagt dann plötzlich, als sie am Strand sind, dass er draußen auf dem Meer eine Insel sehen würde. Der andere glaubt ihm das natürlich nicht so wirklich, weil er denkt, er würde sich das wieder einbilden, sieht aber die nahende Gefahr und folgt ihm auf das Wasser und die beiden paddeln in ihrer Verzweiflung dem Nebel entgegen und der vermeintlichen Hoffnung auf die Insel. Man sieht die Insel zwar in den Credits, aber es ist sehr zweifelhaft, dass es diese Insel überhaupt gegeben hat und dass sie überhaupt überlebt haben. Oh mein Gott. Und eine Szene, die muss ich noch hervorheben, weil die wahrscheinlich für Kinder das absolute i-Tüpfelchen gewesen wäre, weil, by the way, der Film ist freigegeben ab 6 Jahren. Was? Ab 6 Jahren. Da komme ich auch noch gleich zu, da will ich auch noch drauf eingehen. Es gibt eine Szene, die habe ich dir sogar schon mal erzählt, wo ein Jägersmann, ich weiß nicht mehr, ob das ein Rückblick war oder ob das in dem Film vorgekommen ist, der sich einem der Hunde wirklich sehr zutraulich genähert hat, ihn auch freundlich herangepfiffen hat, so nach dem Motto, komm doch her, Junge. Und der hatte halt noch ein Gewehr im Anschlag und der Hund war dann auch zutraulich und ist zu ihm hingekommen. Oh nein, nicht die Szene. Nur dummerweise hat der Jäger, was eigentlich total bescheuert ist, seinen Gewehrlauf aufgerichtet und der Hund ist an den Abzug gekommen. Betätigt dadurch die Flinte und die schießt dem Jäger natürlich genau ins Gesicht und man sieht halt einfach das Blut überall auf den Händen, er Boah. fällt tot um und diese Szene ist ungeschnitten im Film zu sehen. Boah, ich glaube, wir gucken gleich was hoch. Ja. Nice. Ich habe heute Mittag schon gegessen, nur um es gesagt zu haben. Tut mir leid. Aber das ist in einem Film enthalten, der ab, das alles ist in einem Film enthalten, der ab 6 Jahren freigegeben ist und jetzt möge man natürlich die Schuld bei dem Regisseur vielleicht suchen, dass man fragen muss, warum produziert er so einen Film? Aber ich sag's nochmal, der Typ war dafür bekannt, dass er Filme, Zeichentrickfilme gemacht hat, die sich an ein Erwachsenenpublikum richten. Und speziell dieser Film war als Gesellschaftskritik an Tierversuche gedacht und sollte auch eben die Menschheit so ein bisschen wachrütteln nach dem Motto, Freunde, passt auf, wir können nicht immer die ganzen Experimente an den Tieren praktizieren. Aber diese FSK-Freigabe, die hat so eine Kontroverse ausgelöst, also so ein bisschen so ähnlich wie beim Film Bambi.
Also der hat ja auch eine unfassbare Diskussion und Kontroverse damals losgelöst. Aber das hat bis heute keiner verstanden, warum dieser Film eigentlich ab 6 Jahren freigegeben ist. Ich habe da neulich mal einen Artikel gelesen zu dem Thema, wo auch so ein bisschen darauf eingegangen wurde, dass in den 90er Jahren und auch ein bisschen davor es so irgendwie üblich zu sein schien, unseren Kindern Horror- und Albtraum-Szenarien unverblümt darstellen zu lassen. Und wenn man diese Sachen mal so sieht, die wir schon im Laufe jetzt genannt haben, also die Serie Als die Tiere den Wald verließen, Five der Mauswanderer in einem Land vor unserer Zeit, kam alles in den 90ern und Und 2000ern ja auch noch. Ja, aber das beinhaltet alles so Sachen, wo so teilweise richtig brutale Szenen für Kinder unverblümt gezeigt wurden. Und das war anscheinend damals irgendwie so ein bisschen an der Tagesordnung, was ich jetzt bisher auch noch nicht so wirklich nachvollziehen kann, warum das da irgendwie so war. Vielleicht wollte man die Kinder auf irgendwas vorbereiten. Aber ich muss ehrlich mal sagen, zum Glück hat sich das inzwischen ja verändert. Es ist nicht mehr so krass, sag ich mal, wie vor ein paar Jahren, wo man Kindern alles vorenthalten hat, was das angeht und die nur die verblödete Scheiße gezeigt hat. Ja, da musste ich, muss ich sagen, tatsächlich, ich habe ja Nichten und Neffen, ne? Ich sag nur zum Beispiel Camp Laszlo. Ja, das habe ich tatsächlich damals auch teilweise gesehen, weil eine alte Schulfreundin von mir das mochte. Das ist so Und ein Müll. ich sitze da denn so und denke so, oh Leute. Das Ende war aber interessant tatsächlich. Ja, Die allerletzte Folge, das hat wo ich mir auch mal gedacht so, jemand warte, was? erzählt. Aber da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen, das ist so ein Schwachsinn, diese Serie. Ja, Und aber es wurde ja an sich ja noch schlimmer tatsächlich. Also da habe aber ich dann ja, wie gesagt, meiner Nichte oder mit meinen Nichten, was auch immer, das ja halt teilweise gucken müssen, wenn ich sie halt auf sie aufgepasst habe, was auch immer. Dann saß ich da und dachte mir so, ich hole gleich den USB-Stick und das ist große Pause raus. ja. Ohne Scheiß, da waren Dinge bei, wo ich mir dachte so, Also, ich gehe dann mal. ich will nur jetzt mal abschließend noch eine Sache festhalten, nämlich es ist sicherlich richtig zu sagen, oder beziehungsweise es ist richtig in Frage zu stellen, ob solche Sachen wirklich in Kinderfilmen vorkommen müssen. Also die 2 Filme von Martin Rosen, die wir genannt haben, also Watership Down und Die Hunde sind los, sind da mal ausgenommen. Die sind definitiv ungeeignet für Kinder, ganz ohne Zweifel. Ja. Aber die anderen, die wir genannt haben, obwohl der, mit der Henne, den du genannt hast, der ist vielleicht auch ein bisschen fragwürdig noch, Wie aber gesagt, mit der gecutteten Version, wo das Ende nicht ist, dann ja, vielleicht dann noch, okay, dann würde aber ich sagen, ist es okay. Aber mir solche, immer noch null ist. ja, eher ab 6 dann. Aber ich sag mal so, kleineren Kindern kann man, also sollte man das vielleicht jetzt nicht unbedingt zeigen, aber so Kinder ab 6 finde ich, für die sind solche Filme vielleicht in gewisser Weise schockierend, aber durchaus auch hilfreich in der Entwicklung. Weil ich muss in dem Zusammenhang dann immer zwangsläufig an eine Aussage von Walt Disney persönlich denken. Jetzt komme ich nochmal auf das Thema, aber der hat das halt mal so wunderbar verkörpert, nämlich, dass Kinder sind ernst zu nehmen. Es macht keinen Sinn, unsere Welt so wie sie ist, wunderschön und verblümt darzustellen, sondern man Denn muss das ist ihn, sie nicht. genau, denn man muss ihn auch, sag ich mal, die schlimmen Sachen durchaus aufzeigen und sollte sie nicht in Watte packen, denn das hilft niemandem. Und ich finde, da hat er auch recht. Klar Ja, ist uns hat es ja man jetzt auch nie extrem geschadet. richtig, und dazu wollte ich jetzt nämlich auch noch kommen. Klar, so eine Serie wie Als die Tiere den Wald verließen ist vielleicht schockierend für Kinder, sag ich mal. Ich habe die auch gesehen, da war ich, hoppla, da war ich, boah, wie alt war ich denn da? Acht, Ich war neun dann oder 7 oder zehn. 8. Nur 8, 9 oder 10 war ich da, glaube Mhm, ich. same. Und klar ist man traurig und ich habe auch damals geweint, als die Igel gestorben sind. Aber trotzdem denke ich mir, in gewisser Weise war das eine positive Erfahrung. Weil man ist reifer geworden dadurch. Man lernt einfach dadurch auch, okay, es ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Sowas wie Tod und sowas, das gibt's halt auch. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Na, das ist ein anderes Thema, aber ja. Ja, du weißt, was ich meine. Aber Aber ich es ist finde das halt. Thema halt unfassbar interessant, dass in gewisser Weise Kindheitstrauma hin oder her, manchmal sind sie durchaus auch positiv, weil sie uns halt eben auch vor Schaden bewahren. Ich denke da nur, Eben. denk mal nur an die Geschichten von Wilhelm Busch oder vom Struwwelpeter. Die zum Beispiel hier vom, wie hieß denn das nochmal, vom Paula Hölzchen oder wie die hieß.
Ach Gott, da bin ich jetzt tatsächlich so ein bisschen raus, weil ich Na, die das dann nicht Geschichte mit dem lange. Mädchen, wo die Eltern ihr gesagt haben, spiel nicht mit dem Feuer, du könntest dich verbrennen. Und was passiert? Ach, das Sie ja. spielt mit dem Feuer und sie geht in Flammen auf. Ja, genau. Und das Ja, lernen wir ich als weiß, was du Kinder wieder auch. meinst. Das lernen wir als Kinder auch. Spiele nicht mit dem Feuer, du kannst dich verbrennen. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht, ne? Genauso sieht's mal aus. Ich meine, ich hatte damals als Kind, hatte ich auch eine Schere, so eine Kinderschere. Ich habe mir zweimal die Haare rein, hier geschnitten. Damit so, dann hatte ich mal einen Kurzhaarschnitt als Kind. Und meine By the Mutter hat mir way, dann die mach das Schere nie weggenommen. wieder. By the way, mach das nie wieder. Nein. Auch wenn ich trotzdem mal irgendwann zum Friseur muss. Ja, ich habe keinen Bock auf Spliss. Naja, Friseur machen jetzt nächste Woche wieder auf, zum Glück. Ja, aber da darfst du auch nur hin, wenn sie, dann dürfen sie ja auch nur mit Haare waschen und den ganzen Blödsinn. Egal. Na, darum kümmern, das ist jetzt nicht wichtig. Auf jeden Richtig. Fall, Also, ja. wir wollten einfach mal über diese Sachen so sprechen, weil sie doch großen Anteil doch gehabt haben an unserer Kindheit und an eurer wahrscheinlich auch. Und ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch so ein bisschen verstehen, warum ich jetzt, also die Luna jetzt nicht, aber ich halt eben im Vorfeld dieses Podcasts eben diese Warnung ausgesprochen habe, weil ich natürlich jetzt nicht möchte, dass in den Kommentaren so irgendwie was steht und ihr Arschgeigen, ich habe diese Sache so schön vergessen und jetzt habt ihr die wieder in mir hochgebracht. Ja, eben, also das, so ein Disclaimer ist richtig. Das möchte ich nicht, dass das in den Kommentaren steht und dass ihr auch nicht jetzt irgendwie darunter leidet. Es ist kein einfaches Thema, das weiß ich auch, aber ich finde, es ist ein interessantes Thema und lässt sich auch mit Sicherheit sehr viel darüber reden. Wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde darüber gequatscht, sehe ich gerade. Ich hab Und doch gesagt, ja, das dauert. ich hätte nicht gedacht, dass wir es wieder so voll bekommen, aber es war für mich notwendig, über dieses Thema mal ein wenig zu reden. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es euch auch in gewisser Weise angesprochen hat. Die Luna und mir hat es wie immer auf jeden Fall Spaß gemacht, da bin ich mir Oh ja. sicher. Aber Da kannst du dir auch sicher Und ich sein. bin auch sehr zufrieden, dass du dein Essen im Bauch behalten hast. Ich war da auch so ein bisschen in Sorge, als ich über den Film so Ja, die nachgedacht Kartoffeln sind habe. da, wo sie geblieben sind. Das ist gut. Ich habe gerade falsches Bild im Kopf. Egal, lassen wir das. Ich will jetzt nicht Was weiter hast drüber du jetzt schon wieder reden. Nein, das gedacht? sage ich jetzt nicht. Da kann sich jetzt jeder seinen Teil denken, aber Ja, ich egal. weiß aber trotzdem, also echt mal. Egal, wir machen dann den Podcast hier zu. Luna und ich haben jetzt noch so ein bisschen was selber zu besprechen und Right. dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich bin der D-Spyro, das ist die Dragica und damit verabschieden wir uns an dieser Stelle und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast, die Dragon Lounge. Bis dann.